Es war eine Baustelle der Superlative. 14.000 Monteure arbeiten daran. Gedacht, um mit neuester Technologie tausende Tonnen Polyvinylchlorid zu produzieren. Das war die größte Chemiebaustelle Europas. Gebaut im Chemiedreieck Schkopau-Leuna-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Von einem Unternehmen aus dem Westen. Es war damals die Zielstellung, wirklich neueste Technologie in die DDR zu kriegen. Viele der westdeutschen Arbeiter wohnen in Halle, waren gern gesehene Gäste. Die haben uns natürlich so ein bisschen verwöhnt. Die hatten ja Westgeld, die haben ja alles gekriegt. Die Buna Werke Schkopau, das Wahrzeichen der DDR-Chemieindustrie. Gelegen im mitteldeutschen Chemiedreieck Leuna, Buna, Bitterfeld. Damals Arbeitsplatz für mehr als 20.000 Menschen. Schwerpunkt Chemie. Sie bringt Brot, wissenschaftlich-technischen Fortschritt, hohe Arbeitsproduktivität und Wohlstand für alle. Den wachsenden Wohlstand verdankt man besonders einem Produkt, dem Polyvinylchlorid, kurz PVC. Nach 1945 der meistproduzierte Kunststoff der Welt. Auch in der jungen DDR wächst der Bedarf stetig. Ist PVC doch extrem vielseitig verwendbar. Im Plaste-Pavillon in Leipzig besichtigen wir die PVC-Abteilung. Die Schüler betrachten Spielwaren und Fotozubehör, Säurepumpe und Kühlschrankeinsätze. Als Verpackungsmaterial sind uns Bonbonschachteln gut bekannt. Frischhaltebeutel, Tischdecken und Regenumhänge sind aus Weich-PVC-Folie. Die bunte Plastewelt hält Einzug in die Haushalte der DDR und verändert die Lebenswelt der Menschen. In den 60er Jahren gilt Plaste als besonders modern und ist begehrt. Für die Buna-Werk gab es Plaste und Elaste aus Schkopau. Das war der Werbeslogan, der hing sogar an der Autobahnbrücke bei Dessau. Wenn man da von Berlin kommt, dann fuhr man genau auf diesen Slogan drauf zu. Es war in der DDR der Massenplast Nummer 1. Den wachsenden Bedarf an PVC decken in der DDR nur zwei Anlagen. Das Buna-Werk Schkopau und das Chemiewerk Bitterfeld. Standorte mit reichlich vorhandenen Rohstoffressourcen in unmittelbarer Umgebung sowie einer großen Anzahl chemieerfahrener Arbeiter und Ingenieure. 1968 gerät die PVC-Herstellung jäh ins Stocken. In Bitterfeld explodiert die gesamte Werksanlage. Die Detonation ist so gewaltig, dass in Bruchteilen von Sekunden der gesamte PVC-Komplex in Schutt und Asche liegt. Wir haben gedacht, die Welt geht unter. Die Rohrleitung, die hing ja rum wie Tausender Durchmesser. Noch größer waren die Rohrleitungen, die waren weggerissen. Ja. Und dann die ganze Bude war weg. Veraltete Maschinen, marode Abdichtungen und Schlamperei im Betrieb sind die Ursachen der Katastrophe. 42 Arbeiter kommen ums Leben, Hunderte werden verletzt. Ein Unglück, welches sich nicht wie so oft in der DDR verheimlichen lässt. Unermüdlich wird am Unglücksort gearbeitet. Werktätige aus dem ganzen Kreis, Volkspolizisten und Soldaten der Nationalen Volksarmee. Unterwachtmeister Limke und seine Kameraden gehörten zu den ersten, die nach der Katastrophe Hand anlegten. Eine ganze Woche berichtet das DDR-Fernsehen von dem Ereignis. Im EKB sprachen wir mit einem Augenzeugen, dem Leiter der Abteilung Plaste, Erhard Placijewski. Wir müssen daran denken, dass durch die Katastrophe eine Reihe von Produktionsanlagen geschädigt sind, die es jetzt gilt, im volkswirtschaftlichen Interesse schnell wieder gangbar zu machen, um die Auswirkungen für unsere Volkswirtschaft so gering wie möglich zu halten. Mit der Explosion von Bitterfeld wird mit einem Schlag fast die Hälfte der gesamten PVC-Produktion der DDR ausgelöscht. Und danach auch nie wieder aufgenommen. Jetzt bleibt nur noch ein Produzent, die Chemischen Werke Buna. Doch mit den dort vorhandenen Anlagen ist eine Steigerung der Produktion nicht möglich. Ein neues Chemiewerk ist notwendig.
Die DDR hatte von der Voraussetzung Know-how die Möglichkeiten und hatte auch vom wissenschaftlich-technischen Niveau sagen wir, die Kenntnisse, um so eine Anlage zu bauen. Was jedoch damals fehlte, war die Technik. Es fehlte einfach an Ressourcen. Das Know-how war sicherlich da, aber es fehlte an Metall, an Stahl und so weiter. Alles war knapp. Es war immer alles knapp. Man musste Bilanzen hin und her rechnen und so ein Werk kostet natürlich ungeheuer viel. Geld zum Bau einer neuen PVC-Anlage hat das Kombinat nicht. Das verschleiert die Werksführung und findet eine etwas merkwürdige Erklärung für die SED-Kreisleitung Halle. Natürlich könnten wir die neue PVC-Anlage auch selbst bauen, aber nicht im Zeitraum bis 1980, da in dieser Zeit der gesamte Chemieanlagenbau für andere bedeutende Vorhaben in der DDR und im RGW voll ausgebucht ist. PVC auf den internationalen Markt einzukaufen, ist wirtschaftlich nicht zu vertreten. Es ist zu teuer. Die SED-Führung hat nur eine Chance. Sie muss auf dem internationalen Markt einen Partner finden, der in kurzer Zeit eine neue PVC-Anlage errichten kann. Neue wirtschaftliche Möglichkeiten bringt der 1972 zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausgehandelte Grundlagenvertrag. Er regelt den Umgang der beiden deutschen Staaten miteinander und ermöglicht eine intensive Zusammenarbeit in politischen und wirtschaftlichen Fragen. Dieser Vertrag wird nicht nur geschlossen, weil die Regierungen dies so wollen, sondern weil die Menschen in den beiden Staaten ihn brauchen. Die Vereinbarung dient als Grundlage, mit dem Westen einen milliardenschweren Deal anzubahnen. 1974 auf der Leipziger Frühjahrsmesse kommt es zu ersten Gesprächen zwischen der SED-Führung und der Westdeutschen Höchst AG über den Bau eines neuen PVC-Komplexes am Chemiestandort Buna. Es war damals die Zielstellung, wirklich neueste Technologie, neueste Qualitäten, Produktqualitäten in die DDR zu kriegen mit dieser Anlage. Den Zuschlag erhält die Firma Uhde, ein Industrieanlagenbauer, der zur Westdeutschen Höchst AG gehört. Die DDR war ja ständig klamm mit Devisen. Die konnte sich also so ein großes, modernes Werk gar nicht leisten. Und da hatte man sich ausgedacht, das mit Hilfe von Kompensationsgeschäften zu machen. Kompensationsgeschäft bedeutet, der Westen, also die Firma, gab das Geld und das Know-how und die Anlagen, das Materielle, und die DDR dann haben produziert und haben das Ganze mit Produkt, das sie in diesen Anlagen erzeugt haben, bezahlt. Die Baukosten 1,4 Milliarden D-Mark. Die größte Investition der DDR-Chemieindustrie. Normalerweise wird so etwas auf DDR-Seite propagandistisch groß gefeiert. Bei diesem Projekt ist die Partei eher kleinlaut. In der Freiheit, dem Zentralorgan der SED-Bezirksleitung Halle, erscheint im Mai 1976 nur ein kleiner Artikel, der von der Vertragsunterzeichnung berichtet. Am Sonnabend wurde zwischen dem Ministerium für Außenhandel der DDR und den Firmen Höchst AG und Friedrich Uhde GmbH BRD ein Vertrag über die Lieferung und Errichtung eines Chemieanlagenkomplexes für die Produktion von PVC abgeschlossen. Der Vertrag sieht vor, 80% des hergestellten PVCs geht in den Westen zur Abzahlung des Kredites. Die restlichen 20% darf die DDR behalten. Baubeginn. Startschuss für die Erdbewegungen. Und welche Massen da bewegt werden. Ganze Berge werden im wahrsten Sinne des Wortes versetzt. Im Sommer 1976 beginnen die Bauarbeiten. Eine Westbaustelle mitten im Osten, ein politisch wie wirtschaftlich heikles Unternehmen. Deshalb schickt der Industrieanlagenbauer Uhde auch seinen erfahrensten Mann nach Buna, den Bauingenieur Theo Wacker. Das Erdreich war 7 Meter höher als diese Ebene hier. Da vorne am Ende der Anlage war es 13 Meter tiefer.
Und die Bedingung war des Auftraggebers, also Buna, dass das Gelände eben gemacht wird. Und da wurde das Gelände hier abgetragen und wurde dort aufgefüllt. Insgesamt wird über 500.000 Kubikmeter Erde abgetragen und rund 1.000.000 Kubikmeter aufgefüllt. Damit könnten 150.000 LKWs beladen werden. Hintereinander aufgestellt ergeben sie die Strecke Hamburg-Rom, ca. 1.500 Kilometer. Das war die Baustelle überhaupt. Ich bin 24 Jahre mit der Firma draußen gewesen, auf Baustellen in Griechenland, in England, in Thailand, in Südafrika und wer weiß, in Russland, in Sibirien. Aber von der Größenordnung und von der Herausforderung her und auch die Herausforderung, mit so diffizilen Kunden umzugehen, war die Schkobau DDR Buna die Spitze. Der Plan sieht vor, das bereits bestehende Buna-Werk am nordwestlichen Rand zu vergrößern. Um 60.000 Quadratmeter. Eine Fläche so groß wie 9 Fußballfelder. In 4 Jahren soll hier die größte und modernste PVC-Fabrik Europas entstehen. Ein Vorhaben so groß, dass sogar das westdeutsche Fernsehen darüber berichtet. Die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber ist gut. Wir stehen hier einer Menge hervorragender Fachleute gegenüber, die fachlich in jeder Hinsicht qualifiziert sind, sodass es hier eigentlich eine Zusammenarbeit gibt, die man hervorragend nennen kann. Der Umfang des Projekts und das Zeitlimit sprengen alle bisherigen Organisationsmuster. Fast sämtliche Fachbereiche innerhalb des Hauses Uhde sind an der Planung und Durchführung beteiligt. Bei einem Projekt dieser Größenordnung kann man schnell den Überblick verlieren. Deshalb wird der Komplex vorab als Modell im Maßstab 1:33 gebaut. Teile davon existieren noch heute. Im Modell steht das Werk bereits. Detail für Detail. Das Gewirr der Rohre und Leitungen ist genau durchdacht. Auf der Baustelle bei der späteren Montage ist das Modell ein wichtiges Hilfsmittel. Der Hallenser Klaus-Dieter Heinze ist damals ein junger Chemieingenieur und von DDR-Seite für alle technologischen Prozesse verantwortlich. Wir sind durch das Modell durchgegangen, glaube ich, eine ganze Woche lang. Und haben dann gesagt, das nicht, das muss geändert werden, das muss geändert werden. Und dann wurde nochmal eine Nachkontrolle gemacht. Da mussten die ganzen Armaturen neu eingeklebt werden. Das war eine Heidenarbeit. Aber zum Schluss, das war wirklich die Anlage im Kleinen. Richtig. Die Realität. Jedes Ventil, jede Rohrleitung wird am Modell genau geplant. Damit will man von vornherein Konstruktionsfehler vermeiden und ausschließen, dass man Teile verbaut, an die man später nicht mehr herankommt. Schließlich geht es um eine Bausumme von 1,4 Milliarden D-Mark. Doch neben dem finanziellen gibt es noch einen anderen Grund für das Engagement in der DDR. Die Umweltaktivisten in Westdeutschland gaben die Losung aus, Chlor ist das Werkzeug des Teufels. Und nun können Sie sich vorstellen, wenn man also PVC, in das mit Chlor hergestellt wird und in dem ja dann Chlor zwar festgebunden, ungefährlich, aber in dem Chlor vorhanden ist, dass das also kritisch ist. Ich denke mal, die Höchst AG und Uhde AG hätten schon Probleme, so ein großes Vorhaben in Westdeutschland zu bauen. Ein Milliardengeschäft und für das unter Umweltauflagen gebeutelte Westunternehmen eine gute Möglichkeit, an PVC zu kommen. Klaus-Dieter Heinze verbringt sein ganzes Berufsleben im Buna-Werk. Im Alter von 26 Jahren fängt er an, beim Komplexvorhaben PVC, wie es offiziell heißt, mitzuarbeiten. Der hintere Bereich, der Bereich bei uns dieser Komplexvorhaben Buna, durfte also von den normalen Werktätigen gar nicht betreten werden. Es war also ein Zaun ringsherum und nur die, die dort gebaut haben oder die dort was zu tun hatten mit der Anlage, die durften dorthin.
plus das entsprechende Personal von uns, das die Baustellen überwacht hat. Aber alle anderen, wenn jemand sich einfach nur mal ein Bild machen wollte, was geht da vor, gab es nicht, da war kein Durchkommen. Es war also eine andere Welt, so eine kleine kapitalistische Welt. Zu Spitzenzeiten arbeiten bis zu 2500 Westdeutsche gleichzeitig an dem Komplex. 14 bis 16 Stunden täglich. Um Kontakte mit der DDR-Bevölkerung zu vermeiden, werden diese so nah wie möglich an der Baustelle untergebracht. Im gerade entstehenden Neubaugebiet Halle Süd. Ganze Blöcke sind für Arbeiter aus dem Westen reserviert. Für die Unterbringung verantwortlich ist Hans-Thilo Kempen, damals Personalchef bei Uhde. Das war das größte Problem, weil die Wohnkapazitäten nicht frei zur Verfügung standen und die Wohnungen eigentlich ja schon der Bevölkerung zugesagt waren für einen bestimmten Zeitpunkt, dass sie da einziehen konnten. Dann kam dieser Auftrag und es wurde also dieser Wohnraum benötigt und da wurde denen ganz lapidar mitgeteilt, eure Wohnung brauchen wir, ihr kriegt sie in 3 Jahren. Ja, das war also der Hintergrund der Geschichte. Was uns natürlich bei den Leuten, die da einziehen wollten, nicht gerade sehr beliebt machte. Obwohl wir nichts dafür konnten. Den DDR-Alltag erlebt der Dortmunder hautnah. Ist er doch einer der wenigen Westdeutschen, der mit seiner gesamten Familie nach Halle Süd übersiedelt. In diesem Haus haben wir gewohnt. Und zwar in der ersten Etage, das war das Schlafzimmer, das war das Wohnzimmer, Küche und Bad nach hinten raus. Die Rosen, die haben schon vor 25 Jahren hier gestanden und das sind auch meiner Meinung nach ganz alte Rosenstöcke. Ich kann mich genau an die Farbe erinnern, die Rosen haben das ganze Beet bedeckt. Im Neubaugebiet steht Ehefrau Hannelore vor so mancher Herausforderung. Das war zu Anfang sehr schwierig, weil ich in der Tat nicht gewohnt war, in so einem HO einzukaufen, in dem es nichts gab. Gemüse, Weißkohl, Rotkohl, Weißkohl, Salat, Grünes eigentlich überhaupt nicht. Frisches Spinat ausgeschlossen, war nicht möglich. Also mal frische Äpfel gab es hier einfach nicht. Wenn du keinen Garten, keinen Schrebergarten hattest, hat man keine frischen Äpfel gehabt. Das Simpelste von der Welt, Äpfel zu kaufen. Danach haben wir geändert, dass wir so ein Netzwerk unter den Kollegen meines Mannes, die jedes Wochenende nach Hause gefahren sind, habe ich einfach eine Einkaufsliste mitgegeben, was mir wichtig war. Und als die Kinder so ein ganz klein bisschen größer waren, bin ich auch selber nach Berlin gefahren. Diese Möglichkeit haben die Bauarbeiter auf der Baustelle nicht. Dort ist die DDR für die Verköstigung und Versorgung zuständig. So ärgert man sich über das Essen in der DDR-Kantine kaputt. Häufig lange Wartezeiten, dafür immer eintönig und wenig schmackhaft, so das Urteil. 3 DDR-Mark sind dafür zu beraten, bei 30 Mark Tagegeld bzw. Auslöse. Gezahlt von der DDR in ihrer Währung. Ausreichend für die Verpflegung. Nur mit dem übrig bleibenden Geld wissen viele nichts Rechtes anzufangen und in D-Mark kann es nicht umgetauscht werden. Doch ohnehin fahren rund 2000 Arbeiter am Wochenende nach Hause. In den Westen. Freitagmittag, für viele gibt es kein Halten mehr. In der Woche haben sie genug Stunden gemacht, um sich ein längeres Wochenende zu Hause leisten zu können. Nur rund 500 bleiben in Halle. Wie ist denn der Kontakt zur Bevölkerung? Oh, ganz gut. Sind Sie ledig? Ja. Kommt man denn hier mit den Mädchen in Kontakt? Oh ja, das ist kein Problem. Kein Problem. Denn die westdeutschen Arbeiter haben etwas, was das Herz so manch junger Hallenserin höher schlagen lässt. Ja, die haben uns natürlich so ein bisschen verwöhnt. Die hatten ja Geld. Die hatten ja Westgeld, die haben ja alles gekriegt. Da haben wir manchmal bei mir dann auch gekocht, da brachten die was mit, was wir nicht gekriegt haben. Und dann haben wir da mal so eine Fete gemacht. Das war schon ganz schön. Renate Grun, damals Mitte 20 und frisch geschieden, wohnt in Halle Süd. Sie will leben und weiß, wo sich in der Stadt die westdeutschen Arbeiter amüsieren. Zum Beispiel hier in Halle Neustadt.
im ehemaligen Clubhaus Johannes R. Becher. Im Volksmund auch genannt das Schlösschen. Ja, da war unten im Keller eine wunderschöne, kuschelige Bar. Und da haben sich eben auch viel diese Westdeutschen in Österreich aufgehalten. Es war nicht so einfach, da reinzukommen. Es war eben immer vorteilhafter, jemanden zu kennen, ne, aus diesem Kreis der Westdeutschen. Ich kannte ja damals den Lothar. Und wenn ich gesagt habe, Lothar wartet auf mich, da kam ich schon so rein. Und auch, ja, der war auch so ein bisschen weltmännischer. Er hat ein ganz anderes Auftreten. Er fühlte sich da besonders gut aufgehoben als Frau. War schon nett. Aber solche Liebschaften sind gefährlich. Denn natürlich kennt die Staatssicherheit Treffpunkte wie das Schlösschen und schaut mit Argusaugen darauf, wer da mit wem anbandelt. So heißt es in einem internen Überwachungsprotokoll der Stasi: Besonders häufig treten unverheiratete oder geschiedene Frauen in Erscheinung. Und es gibt auch Hinweise dafür, dass die Initiative für die Kontaktaufnahme bei DDR-Bürgerinnen liegt. Es waren doch überall diese Stasi-Leute, die aufgepasst haben in Zivil. Also, die liefen überall rum und hat es ja gar nicht mitgekriegt. Die hatten sich immer dazwischen gemengt und ja, wer nicht aufpasste, war dran. Neben der Befriedigung rein menschlicher Bedürfnisse gab es auch materielle Gründe, mit den Wessis anzubandeln. Tauschgeschäfte, offiziell streng verboten, gehören dazu. Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Eine junge Frau zum Beispiel, ja, die ist ausgegangen und die Stasi, die hatte ja überall ihre Fühler. Und die haben sie dann ganz schön zur Schnecke gemacht. Und ja, der Mann bei Volksarmee hat für die DDR gekämpft und sie gibt sich mit Westdeutschen an, die hat auch einen Freund. Also die musste das Verhältnis abbrechen, ne? Die hat große Probleme gehabt. Aus Angst, ebenfalls ins Visier der Stasi zu geraten, beendet Renate Grun nach wenigen Monaten ihr Verhältnis zu Lothar. Aber auch die Bauherren aus dem Westen müssen sich etwas einfallen lassen, wird einer ihrer Arbeiter beim Techtelmechtel mit einem Ostmädchen erwischt. Es gab eigentlich immer Probleme, wenn ein Westler sich mit einem Mädchen liiert hat, das aus einer Familie eines Parteigenossen, eines SED-Mitgliedes war. Da kann es oder konnte es vorkommen, dass wir oder ich gefragt wurde, können Sie diesen Mann nicht entfernen und durch einen anderen ersetzen, damit wir nicht in die Situation kommen, ihn ausweisen zu müssen. Wir haben das in Übereinstimmung auch öfter getan und haben auch erwartet, dass uns die DDR als Gegenleistung gewisse Erleichterungen verschaffen. Und es ist auch in vielen Fällen so gelaufen. Manchmal versuchen Arbeiter, ihre Ostliebschaften illegal in den Westen zu schmuggeln. Da gab es x Beispiele, wo Mädchen in Kofferräumen rausgeschmuggelt wurden. Oder wir hatten einen grotesken Fall. Der Monteur ist gekommen mit einem LKW, da hat er Schränke drauf gehabt. Dann hat er die Schränke am nächste Woche wieder ausgeführt und hat gesagt, die kriege ich nicht durch Treppenhaus hoch, ich muss sie wieder nach Westen schaffen, und da waren zwei Frauen drin. An eine Flucht denken Manfred und Barbara Dittmar nie. Kommt doch quasi der Westen direkt zu ihnen. Denn unmittelbar am Rande des Neubaugebietes Halle Süd betreiben Dittmars Ende der 70er Jahre einen kleinen Lebensmittelladen. Wir waren ja im Grunde genommen dann der Emma-Laden. Wir hatten im Grunde genommen Mehl, Zucker, Backwaren. Und hier vorne auf dem Tresen hatten wir dann meistens diese Sachen, was ich so rangeholt hatte, wie Fisch, was Frischware war. Hier an der Seite war dann Obst und Gemüse, da hatten wir dann Kisten mit Äpfeln. Und oben im ersten Regal, da waren diese Spirituosen, die sehr beliebt waren zu DDR-Zeiten. Bekannt war ja der Goldbrand, genau. Mein Mann weiß das besser wie ich. Ich habe den nicht getrunken. Und
die ganzen Weine, die sehr beliebt waren zu DDR-Zeiten, gab es ja diese Tafelweine, diese billigen, wo die Flasche 1,75, die konnte man natürlich nicht nach oben stellen. Da war immer ein bisschen Engpass. Die standen dann mehr unten, ja. Und auf Anfrage sozusagen, ne? Dithmars sind rührig und haben ein für DDR-Verhältnisse reichhaltiges Sortiment. So entwickelt sich ihr kleiner Tante-Emma-Laden bald zu einem Treffpunkt der westlichen Buna-Werker. Das kam ja von heute auf morgen, waren wir hier international sozusagen. Ja. Meistens kamen sie abends ziemlich spät, wenn sie von der Arbeit gekommen sind. Und zu DDR-Zeiten war es ja nicht selbstverständlich, dass zum Feierabend noch alles da war. Ja, Brot, Milch, Milch ist Frischware, musste abends alle sein, weil sonst nächsten Tag konnte man es nicht mehr verkaufen. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass man gesagt hat, naja, wenn sie immer so abends so spät kommen, ich kann ihnen auch gerne ein Brot aufheben und eine Frischmilch oder was anderes, was sie gerne haben wollen. Und so hat man die Leute kennengelernt. Barbara ist damals Mitte 20 und eine junge, attraktive Frau. Ja, vielleicht einen schönen Blick, ein Lächeln, das gehörte dazu. Ich war ja damals noch ein junges Frauchen und die Männer sind halt gerne reingekommen, um mal Hallo zu sagen und ein bisschen zu plaudern und sich das Brot eben bei mir abzuholen. Damit sie Kontakt hatten zu den Hiesigen. Die wollten ja auch ein bisschen heimisch werden und sich wohlfühlen. Und da gehört das ja einfach dazu. Ne? Und so dann der Emma-Laden ist ja immer ein Bezugspunkt, ne? Wo man ein bisschen reden kann. Die beiden beweisen große Kreativität, um den Ansprüchen ihrer Westkundschaft gerecht zu werden. Der Laden war ein voller Erfolg. Wir hatten den Namen bekommen von unseren Gästen, der kleine Neckermann-Laden, weil er war farbenfroh, es war alles schön geordnet. Wir haben uns sehr bemüht, da auch Ware ranzuholen, die es nicht immer gibt, wie zum Beispiel Getränke haben wir versucht, auch mal ein gutes Bier zu kriegen, zu Weihnachten, zu Ostern oder wann auch immer. Ja, es klingt irgendwie ein bisschen lustig, aber so war es. Natürlich wird der Laden der Dithmars von den wachsamen Augen der Staatssicherheit beobachtet. Doch das viel größere Augenmerk der Stasi liegt auf der Baustelle. Im PVC-Komplex, den der Klassenfeind baut, ist es ihre Aufgabe, jeglichen Kontakt zwischen Ost- und Westdeutschen zu unterbinden. Deshalb hat sie beim Chemie-Komplex-Vorhaben mehr als 100 offizielle und inoffizielle Mitarbeiter im Einsatz. Das war der Eingang, den alle Arbeitnehmer, die an diesem Projekt gearbeitet haben, nehmen mussten. Hier drüben saß die Volkspolizei, hat uns kontrolliert. Ausweiskontrolle, damit keine Unbefugten auf die Baustelle kommen. Und zusätzlich saß natürlich die Stasi mit drin, denn die Stasi war diejenigen, die alles überwacht haben. Brisant war die Vorgabe, keine Kontakte zwischen Ost und West. Keine persönlichen Kontakte, nur die Arbeitsbasis und nichts weiter. Richtig. Und das wurde hier versucht auch durchzusetzen. Und es wurde auch versucht, dass nicht zwei Mann gleichzeitig Ost und West hier reinkamen, freundlich nebeneinander und so weiter. Und das wurde eben kontrolliert und dafür gab es Leute. Denn vor nichts haben die Mitarbeiter der Staatssicherheit mehr Angst, als dass sich unter den Spezialisten aus Ost und West im Laufe der Jahre Freundschaften bilden. Ich selber habe mal einmal erlebt, dass mir da ein Herr Schmidt gesagt hat, ich bin Ihr Führungsoffizier. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet damals. Er hat mir dann auch erklärt, dass er vom Staatssicherheitsdienst auf mich ein Auge hatte und es würde ja alles zufriedenstellend laufen. So war die Diskussion. Also wir wussten schon aus dem Westen, dass wir nicht unbeobachtet sind. Die Akte, die die Stasi über ihn anlegt, will der Dortmunder bis heute nicht sehen. Im Gegensatz zu Hans-Thilo Kempen. Auch der Personalchef weiß, dass er observiert wird. Doch erst die Dreharbeiten zu diesem Film veranlassen den 70-Jährigen, einen Antrag auf Einsichtnahme in seine Unterlagen zu stellen. Ich
Frau Stange, ist es denn viel? Naja, es ist nicht ganz wenig, ja. Oh je. Ja, sind Sie aufgeregt? Dann wird es ja eine Weile dauern, ne? Mehr als 500 Seiten warten auf ihn. Hier ist sogar eine Kopie eines Briefumschlages. Da kann man mal sehen. Selbst die Briefumschläge haben sie kopiert. Ja, das ist von meiner Mutter. Es ist jede Seite von dem Brief kopiert. Dann hat mein Bruder geschrieben, der ist hier also auch erwähnt. Oje, oje, oje. Ja, Also, ich muss ehrlich gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass man so weit gegangen wäre, dass man so viel Zeit gehabt hätte, um das zu dokumentieren. Der Staatssicherheit ist Hans Thilo Kempen immer suspekt. In einem Observierungsbericht heißt es, der Kempen war in seiner Funktion relativ unkontrollierbar. Aus den Unterlagen geht hervor, dass man mich als BND-Mitarbeiter eingeschätzt hatte, dass ich angeblich derjenige sei, der die Baustelle politisch und eben umstürzlerisch im Griff hätte und praktisch der Kopf irgendeiner Organisation oder einer Gruppe sei, die das Ganze hintertreiben wollte. Das hat mich schon sehr berührt, weil das nun absolut nicht der Fall war. Doch nicht nur an beruflichen Dingen ist die Stasi interessiert. Auch was die Kempens so privat treiben, will sie wissen. Also es war uns schon klar, dass wir ständig von der Stasi abgehört wurden. Dass in den Wohnungen in Halle Süd auch Mikrofone waren. Wenn man was Wichtiges zu bereden hatte, ist man rausgegangen. Auf die Straße oder auf dem Spielplatz, wo nichts war. Im Winter 1979 sind die Arbeiten am PVC-Komplex so gut wie abgeschlossen. Zeit für die DDR-Spezialisten, die Anlage zu übernehmen. Die Technik war eine ganz andere als das, was wir gewohnt waren im Altwerk. Und demzufolge war das natürlich auch ein ganz anderes Herangehen beim Bedienen, beim Probeziehen, im Labor. Schon Monate zuvor sind Experten aus dem Osten in der BRD geschult worden. Das heißt, die Leute, die ausgewählt wurden, waren wirklich die Besten von denen, die hier in Buna gearbeitet haben. Und es gab demzufolge auch ein bisschen so ein Neidverhältnis zwischen Altwerk und Neuwerk. Klaus-Dieter Heinze hat unter anderem das Herzstück der Anlage unter seiner Verantwortung, die sogenannte Messwarte. Von hier aus werden nun alle technologischen Prozesse, die der Herstellung von PVC dienen, gesteuert. Hier stand der Pult, das sieht man noch an dem Fußboden. Und dort oben war dann das große Fließschema aufgebracht. Das heißt, die einzelnen technologischen Schritte waren alle dort dargestellt und darunter jeweils die dazugehörigen Messgeräte, um dann den ganzen Prozess zu steuern. Das ist Geschichte hier. Das ist Geschichte. Na, das ist Geschichte. März 1980. Erich Honecker, der höchste Mann im Staate, kommt zu Besuch in die Bezirkshauptstadt Halle. Wir begrüßen uns herzlich in unserer Heimatstadt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Recht herzlichen Dank. Wie kann es in Halle anders sein? Also recht herzlichen Dank. Sein Besuch in Halle hat einen besonderen Grund. Erich Honecker will die modernste PVC-Anlage Europas höchstpersönlich einweihen. Das Prestigeobjekt der modernen DDR-Chemieindustrie. Nach 47 Monaten Bauzeit wird der PVC-Komplex von Höchst an die DDR übergeben. Zwei Monate eher als geplant. Es war der 13. März 1980. Das Datum habe ich noch gut in Erinnerung. Es war ein Sonntag. Wirklich toller Sonnenschein. Die DDR-Seite hat aufgrund der Größenordnung und des Typs der Anlage, neueste, modernste Anlage Europas auf dem PVC-Gebiet, alles aufgeboten. Voller Freude und allergrößter Herzlichkeit begrüße ich dich in unser aller Namen im Kombinat Volk Chemische Werke Buna
und heiße dich auf das allerherzlichste willkommen. Danke. Wo hast du schön das eine hergekriegt? Ja, der hat sogar noch Hilfe bestellt. Ja. Dann beginnt der Rundgang der SED-Führung mit den westdeutschen Bauherren. Auf! 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 Wie sagst du, wo habt ihr denn die Sonne hergekriegt? Ja. Der lief halt so vonstatten, dass Herr Honecker ab und zu auch mal auf die Seite gegangen ist, hat den Arbeitern die Hand geschüttelt. Dann sind wir auch in einer Messwarte gewesen. Er wollte, hat sich interessiert, wie so eine Anlage technologisch abläuft. Alle Anlagen des Komplexvorhabens laufen mit der projektierten Kapazität. Einen ganzen Tag nimmt sich Erich Honecker für die Besichtigung der Anlage Zeit. Er ist sichtlich zufrieden. Viel Erfolg. Alles für unsere Republik. Damit ist die Anlage in DDR-Hände übergegangen. 80% des PVCs gehen direkt in den Westen, als Abzahlung des Milliardenkredits. Die Produktion läuft einwandfrei. Alle gewünschten PVC-Typen entsprechen der Qualifikation, wie sie der Markt heute fordert. 20% bleiben in der DDR, werden verarbeitet und zum Teil wiederverkauft. Dafür war PVC auch vorgesehen als lukratives Exportprodukt, was auch Geld bringt. Wir mussten irgendwas haben, was wir verkaufen können, um dafür wieder andere Waren importieren zu können. Aber auch die DDR-Bürger profitieren davon. Ab März 1980 läuft die Produktion auf Hochtouren. Und schon 8 Jahre später hat die DDR ihre Schulden an den Westen abgezahlt. In Form von PVC-Lieferungen. Mit der Wiedervereinigung 1990 wird alles anders. Das gesamte Buna-Werk steht vor dem Aus. 1 Million D-Mark minus produziert das Werk täglich. Zwar zahlt das die Treuhand, nur weiß niemand wie lange noch. Es gab das Buna, was ziemlich zerfallen war, wo es getropft hat und wo der Dampf aus den Rohrleitungen pfiff. Und es gab das Buna, das noch einigermaßen in Ordnung war, wo aber langsam auch der Zahn der Zeit anfing zu nagen. So, und es gab also in der ersten Phase ziemlich schnell Versuche, unter anderem von der Höchst, die Anlagen zu übernehmen. Hat Höchst doch die Anlage selbst gebaut? Weiß also, welch großes Potenzial im PVC-Komplex schlummert. Dem wurde aber nicht stattgegeben. Es gab hier einen Beschluss, der da lautete, Privatisierung Buna nur in einem Stück. So will es die Treuhand. Damit aber hängt auch die Zukunft des neuen PVC-Komplexes unmittelbar am Erhalt des alten Buna-Werkes. Dort sind von 20.000 Arbeitern schon mehr als die Hälfte arbeitslos. Wir hoffen fest dran, dass es weitergeht. Ja. Ich arbeite jetzt über 30 Jahre hier und bin jetzt, werde dieses Jahr 56, aber ich würde gerne noch weitermachen. Man merkte aber eindeutig, die Situation wird schlechter. Die Produkte verkauften sich nicht mehr. Was man früher in Mark hochsubventioniert verkaufen konnte, konnte man in D-Mark nicht mehr ohne weiteres verkaufen. Das ist nicht das einzige Problem. Der Umweltaspekt, zu DDR-Zeiten mehr oder weniger vernachlässigt, wird zu einer millionenschweren Bürde. 1991 beginnt die Treuhand mit dem Abriss von maroden Anlagen, sucht gleichzeitig einen neuen Investor für das verbliebene Werk. Das ist schwierig. Beziffern Studien doch die umweltgerechte Sanierung des Buna-Geländes auf mehr als 500 Millionen D-Mark. Welches Unternehmen will das zahlen? 1995 schöpfen die Buna-Werker neue Hoffnung. Ein amerikanischer Chemiekonzern übernimmt den gesamten Standort. Man kann wirklich dem amerikanischen Unternehmen hier dankbar sein, denn nur auf diese Art und Weise konnte Buna gerettet werden. Mehrere 100 Millionen Euro fließen seither in die Erneuerung und Modernisierung des Buna-Werkes. Auch in die PVC-Anlage.
Mit den Schallzentralen von damals haben heutige Messwarten nichts mehr gemeinsam. Theo Wacker ist fasziniert. Das beeindruckt mich unheimlich. Damals gab es diese Technologie noch nicht. Dass man alles von hier aus steuern kann, auf jeden Alarm reagieren kann, auf jede Unstimmigkeit in der Anlage reagieren kann, finde ich toll. Früher saßen eben 2 Mann in der Messwarte und 10 Mann waren draußen vor Ort in der Anlage. Mhm. Heute sitzen 2 oder 3 Mann in der Messwarte und 1 bis 2 Mann sind noch draußen. Und der Prozess läuft sicherer als je zuvor. Ja gut, ich meine, damals war auch der letzte Stand der Technik. So wie das hier jetzt der letzte Stand der Technik ist. Das ist klar. 40 Jahre später. Noch immer ist der 85-Jährige sichtlich stolz, dass seine Anlage nach wie vor funktioniert und das nahezu reibungslos. Ja, der ganze Aufwand hat sich um dieses Produkt gedreht, PVC. Und PVC ist ein weißes Pulver, aus dem dann alles andere hergestellt wird. Ja, das fühlt sich toll an. Das ist ja ein Mehl, da habe ich 5 Jahre lang dazu gebraucht, um das Endprodukt mal in den Finger zu kriegen. Und so geht das dann an den Kunden. Und der Kunde, der Verarbeiter, der macht aus diesem Produkt alles Mögliche von Rohren, Kabelisolierung, Tapeten, Fußbodenbeläge, heute die PVC-Fenster. Der Markt wächst und für dieses Produkt wurde eben so viel Geld ausgegeben, wurde diese Anlage gebaut und wurden viele Anlagen drumherum gebaut, um das letztendlich herstellen zu können. Meine Firma, die ist sicher bereit, die würde heute gerne wieder so eine Anlage bauen. Heute arbeiten im gesamten Buna-Werk noch 3.300 Menschen, 100 davon im PVC-Komplex. Ja, es war eine der größten Herausforderungen im Arbeitsleben, die es gab. Denn eine derartige Anlage mit planen zu können, mit bei der Bauausführung dabei sein zu können, anfahren zu können und dann viele Jahre leiten zu können, also das war eine Herausforderung, die möchte ich nicht missen. Diese Aussage unseres damaligen Bundeskanzlers Kohl, blühende Landschaften, das haben Sie hier in Buna. Das ist im Vergleich zu dem, was damals war, ist es eine, das ganze Buna-Werk ist eine blühende Landschaft geworden. Wenn die so weitermachen, läuft die Anlage auch noch mal 40 Jahre.